BSD Talk. Der Podcast von Building Smart Deutschland. Hallo und herzlich willkommen bei BSD Talk. Mein Name ist Gunter Wölfle. Ich bin Geschäftsführer von Building Smart Deutschland. Kooperation ist in aller Munde. Aber warum bedeutet so etwas Selbstverständliches wie Kooperation in der Bauwirtschaft gleich einen kulturellen Wandel? Zu diesem Thema unterhalte ich mich heute mit Professor Hagenschmidt-Bleker. Professor Hagenschmidt-Bleker hat an der RWTH Aachen Architektur studiert. Während des Architekturstudiums schon hat er das Potenzial dreidimensionaler Planung erkannt, dem Vorläufer des heutigen Building Information Modeling. Damit kam er ganz früh in Berührung mit diesem Thema und das war vermutlich auch ausschlaggebend dafür, dass er schon während seines Studiums die Firma Formitas gegründet hat. Das war 1999. Formitas ist ein Beratungsunternehmen mit einem interdisziplinären Team aus ca. 50 Mitarbeitern an 4 Standorten. Schwerpunkt ist Building Information Modeling, Virtual Reality und Augmented Reality, aber auch insgesamt digitale Transformation und nicht zuletzt Weiterbildung in Softwareanwendung, aber auch in Building Information Modeling. Was mich besonders freut, Formitas ist auch Schulungspartner für das internationale Building Smart Zertifikat BIM Basiskenntnisse. Und dann ist das bei dieser Erfahrung, bei diesem Hintergrund nur eine Frage der Zeit. 2020 erhielt Professor Hagenschmidt-Bleker die Ernennung zum Honorarprofessor für Building Information Modeling im Fachbereich Architektur an der Alanus Hochschule in Alfter bei Bonn. Hallo und schönen guten Tag, Herr Professor Schmidt-Bleker. Schön, dass Sie heute Zeit für uns haben. Ja, hallo Herr Wölfle. Freut mich auch, dabei sein zu dürfen. Alle reden von Kooperation. Warum bedeutet das, was so selbstverständlich sein sollte? Wir verlangen das von unseren Teams. Wir verlangen das mittlerweile von unseren Kindern in Kindergarten und in der Schule, dass das Kooperieren, die Teamfähigkeit so wichtig ist. Aber warum bedeutet das in der Bauwirtschaft einen kulturellen Wandel? Ja, das ist eine gute Frage, finde ich. Also meiner Meinung nach geht es vor allen Dingen um das Thema gelingende Kooperation. Und ja, da stellt sich die Frage, wann ist denn da eine Kooperation eigentlich gelungen? Ja, meiner Meinung nach, wenn die beteiligten Akteure wirklich ein vernünftiges gemeinsames Ziel haben und es hoffentlich auch erreichen und wenn sie zusammenarbeiten und dabei auch noch die Zusammenarbeit positiv bewerten. Und da kann man sich schon die Frage stellen, ist das denn in der Bauwirtschaft, in der Historie immer so gewesen? Ich habe die Erfahrung gemacht und wir sind ja wirklich in vielen verschiedenen Bau- und Planungsprojekten unterwegs, sei es jetzt Wohnungen, Fabriken oder Infrastruktur bis hin zu Brückenbau. Es ist immer so, ja, manchmal doch ein Gegeneinander. Ja. Also es gibt ja auch so die Aussage, dass kaum ein Bauprojekt ohne Rechtsstreitigkeiten auskommt. Und das ist einfach ein bisschen schade. Und da kann einfach Kooperation eine ganze Menge bewirken. Es ist ja ganz klar, in einem Bauprojekt und auch gerade in der Planung passieren ja Fehler. Aber unser Thema dabei ist immer wieder, Fehler zeigen eigentlich nur, was fehlt. Ja? Es ist kein Problem, wenn Vertrauen da ist, Vertrauen in das Miteinander und in die Kommunikation, dass man diese Dinge ansprechen kann, dass man dann auch ordentlich miteinander kooperiert und zum Ziel kommen kann. Sie sagt jetzt gerade Vertrauen. Vertrauen ist, so interpretiere ich das jetzt, Grundlage für Kooperation. Vertrauen ist Grundlage für gelingende Projekte. Jetzt mal ganz konkret, wie gelingt das denn Ihrer Erfahrung nach, einen wirklich vertrauensvollen Umgang in Bauprojekten herzustellen und eben nicht sich auf Vertrag und Rechtsanwälte zu verlassen? Ja, also ich finde erstmal ganz entscheidend dabei, man sollte sich bewusst machen, dass man es hier nicht vor allen Dingen nur mit einem Sachproblem im Projekt zu tun hat, sondern vor allen Dingen mit Menschen. Ja, also es geht darum, dass Menschen gut zusammenarbeiten können. Und wir wollen ja auch, dass die Menschen gut und selbstorganisiert im Projekt zusammenarbeiten können. Das liegt auf der Hand. Also selbstorganisiert heißt für mich, dass die einzelnen Player im
Projekt das Beste aus ihrer Fachdisziplin rausholen auf der einen Seite, aber auch sich mit allen anderen abstimmen können. Das setzt schon mal ganz großes Vertrauen voraus, meiner Meinung nach. Es ist so, dass ich als Architekt zum Beispiel natürlich darauf vertraue, dass der technische Ingenieur die TGA korrekt plant und dass die auch mit dem Projekt zusammenpasst. Sie sagten Selbstorganisation. Kann man das in Projekten, also schon in Projekten, da geht es um Business, da geht es um Geld, da geht es um Vertragsgegenstände, aber kann man in einem Projekt selber die Selbstorganisation nochmal stärken? Oder ist es da nicht schon zu spät, wenn es da noch nicht geklappt hat? Ja, ich glaube, man kann Selbstorganisation stärken. Vor allen Dingen, wenn man weiß, in welche Richtung die einzelnen Player laufen sollen. Das ist das, was ich schon am Anfang sagte. Es ist ganz wichtig, sich über die gemeinsamen Ziele zu unterhalten. Nicht nur über die Ziele des Bauherrn, sondern auch über die Ziele jedes einzelnen Planungspartners und jeder einzelnen Fachdisziplin. An der Stelle ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, BIM einzusetzen, weil wir dadurch eine Struktur schaffen, die für alle eine positive Orientierung ist und auch sehr, sehr viel persönliche Freiheiten lässt. Das heißt also, wir schaffen eine Struktur, vor allen Dingen eine Kommunikationsstruktur, anhand der wir im Projekt in der Lage sind, regelmäßig gemeinsam auf das Projekt zu schauen und festzulegen, wie wir ja einfach sinnvoll gemeinsam das Projekt voranbringen können. Wenn Sie jetzt sagen Projekte, dann weiß ich, weil ich mich natürlich vorbereitet habe auf unseren Podcast, dass Sie praktisch nur in BIM-Projekten involviert sind. Heißt das jetzt, wenn ich das fortführe, dass sich BIM nach Ihrem Verständnis im Wesentlichen um Kommunikation und also um kooperative Kommunikation dreht? Würden Sie das so unterschreiben? BIM ist kooperative Kommunikation? Wenn man über BIM spricht, dann ist es ja vordergründig leider ganz oft so, dass da ganz, ganz viel nur über Technik und über Digitalisierung gesprochen wird. Da ist die Warnung total oft, auch in unserer Richtung als BIM-Manager und BIM-Experten, das sind doch alles Nerds. Ja? Die haben doch eigentlich vom Bauen an sich gar keine richtige Ahnung. Die haben total Spaß an der Digitalisierung. Aber naja, wozu das alles führt, das weiß keiner so genau. Aber wenn man dann mal ganz genau hinschaut, ja, auf so ein Bauprojekt und vor allen Dingen auch auf ein funktionierendes BIM-Projekt, dann sieht man da doch schon, dass da viele Dinge ineinander greifen, fast wie man das von einem Orchester kennt. Ja. Also in einem Orchester ist es ja auch so, dass der Klang, der dort erzeugt wird, nur deswegen allen Zuhörern so viel Spaß macht, ja, weil sich alle irgendwo an bestimmte Regeln halten, an Harmonien halten und natürlich auch an den Rhythmus halten. Und da sehe ich eigentlich die Hauptparallele zum BIM-Management und auch zum BIM grundsätzlich. BIM bringt Strukturen rein, genau wie der Rhythmus. Und dadurch fängt es dann auch richtig an, Spaß zu machen, bei einem BIM-Projekt zuzuschauen und auf die Ergebnisse zu schauen. Wenn wir mal bei diesem Bild bleiben, Orchester, wer ist denn der Dirigent in einem BIM-Projekt Ihrer Erfahrung nach oder Ihrer Empfehlung nach? Was würden Sie empfehlen? Das Tolle dabei ist, dass nicht immer nur der BIM-Manager sein muss. Das wäre, glaube ich, auch anmaßend an der Stelle. Klar, der BIM-Manager, der ist derjenige, der den Rhythmus irgendwo vielleicht vorgibt. Der spielt irgendwo auch mit. Ich glaube, in einem BIM-Projekt ist es wirklich so, dass mal der eine und mal der andere Dirigent sein kann. Ja. Mal ist es der Architekt, der ganz besondere Vorstellungen hat, ein gestalterisches Erlebnis in dem Projekt zum Leben zu bringen. Und mal ist es der Bauherr, der ganz klare Anforderungen an seine Prozesse hat. Also ich glaube, da kann man wirklich sagen, dirigieren sollte jeder mal. Und die Gelegenheit gibt es auch, weil das BIM-Modell, was immer im Mittelpunkt der Planung steht, kann von jedem genutzt werden. Und auch anhand dieses BIM-Modells kann dann auch jeder alle anderen Beteiligten im Orchester mitnehmen. Wenn ich jetzt nochmal mir das Orchester vorstelle, welche sind denn die Regeln? Sind das die
BIM-Leitfäden beispielsweise, die Richtlinien, egal beim VDI oder bei Building Smart oder beim Hauptverband der deutschen Bauindustrie. Wer ist für die Regeln zuständig in BIM-Projekten? Also das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, ist natürlich eine absolut wichtige Grundlage, damit nicht jedes Projekt komplett anders läuft als alle anderen. Ja, deswegen gibt es meiner Ansicht nach eine Abstimmung im Building Smart, im VDI, im DIN und auch international. Im Projekt selbst ist aber grundsätzlich einfach das Wichtigste, dass ich erstmal auf die Auftraggeber-Informationsanforderungen schaue und mit dem Bauherrn darüber spreche, ja, wie soll die Sinfonie eigentlich nachher gespielt werden? Wo soll die hinführen? Was sind eigentlich die Ziele für dich als Bauherr? Du hast die Sinfonie ja in Auftrag gegeben. Und dann ist es ganz wichtig, das zeichnet dann auch wieder kooperative Kommunikation aus, ja, dass man alle Planungsbeteiligten zusammenbringt. Und zwar vom Architekten bis hin zum Facility Manager, der sich vielleicht erstmal die Frage stellt, warum, das Ding ist doch noch gar nicht gebaut. Wieso soll ich mich denn jetzt beteiligen? Dass ich die alle zusammenbringe und dann an der Stelle nochmal genau abspreche, wie eigentlich das im Projekt gemeinschaftlich bewältigt werden soll. Man kommuniziert in Bauprojekten natürlich nicht nur auf der Baustelle. Die Planer kommunizieren untereinander. Sie müssen immer wieder mit ihrem Bauherrn nicht zuletzt kommunizieren, nämlich die Planer. Die Planer mit den Bauausführenden und so weiter. Die Baubesprechung ist die eine Sache, aber wie sieht das konkret aus zwischen Planerteams zum Beispiel? Was gibt's da für Neuerungen, für radikale Innovationen, an die Sie da vielleicht denken? Ja, da kann ich schon fast wieder anknüpfen an das Thema Selbstorganisation von eben. Denn für mich ist wirklich der absolute Knaller der letzten 5 Jahre vielleicht, denn in dieser Zeit hat sich das wirklich durchgesetzt in vielen Planungs- und Bauprojekten, das Thema BCF, BIM Collaboration Format, ist für Sie ja nichts Neues. Es ist so, dass mit dieser Art und Weise, wie man Aufgaben verteilt im Projekt, einfach so unglaublich selbstorganisiert direkt von Planer zu Planer agieren kann oder auch, wie Sie das gerade schon sagten, von Bauherr zu Planer. Das hat für mich einen ganz großen Schritt nach vorne gebracht. Um das mal vielleicht genauer zu erläutern an der Stelle, was heißt das eigentlich, ja, mit BCF in einem BIM-Projekt zu planen? Es ist, glaube ich, vollkommen klar, ein BIM-Projekt hat im Normalfall ein ordentliches 3D-Modell im Vordergrund. Also bei Baubesprechungen zum Beispiel kann man schön auf das 3D-Modell schauen. Aber mit einem BCF-Ansatz, also diesem BIM Collaboration Format, habe ich die Möglichkeit, speziell zu einzelnen Bauteilen in diesem Modell zu kommunizieren. Das heißt also, man muss sich eigentlich so vorstellen, dass ich so einen gelben Zettel an ein Bauteil dran mache und da drauf schreibe, Herr Wölfle, können Sie nicht mal sich dieses Objekt noch mal genauer anschauen? Die Leitung, die ist da an einer Stelle, da komme ich jetzt gerade nicht mit klar. Und damit ist es aber nicht abgeschlossen, ja? Damit ist es nicht abgeschlossen, denn Sie, Herr Wölfle, können dann an der Stelle quasi auf den gleichen gelben Zettel schreiben, okay, habe ich mir angeschaut, das passt mit meinem Gewerk aus den und den Gründen nicht ganz zusammen, aber okay, vielleicht kann ich mein Objekt verschieben, aber vielleicht kann ich auch andere Informationen hinzufügen und dann kann ich diesen Issue, so nennt man das, diese Aufgabe kann man dann ja auch tracken und verfolgen. Okay, das freut mich jetzt, dass Sie natürlich auf einen der wichtigsten Building Smart Standards rekurrieren. Vielleicht noch zum Schluss das Thema Building Smart. Tatsächlich auch bei Building Smart wird kooperiert, nämlich bei der BIM-Standardisierung. Wie nehmen Sie denn die Arbeit von Building Smart war? Wie zufrieden sind Sie auch mit den BIM-Standards von Building Smart oder was wären vielleicht auch Ihre Wünsche, Ihr Ausblick in die Zukunft? Ja, wir sind ja schon wirklich jahrelang dabei. Ich muss auch sagen, dass ich bei Building Smart
selbst das erste Mal so richtig aufmerksam geworden bin auf einer Veranstaltung auf das ganze Thema BIM. Ja, freut mich natürlich, was sich daraus auch für uns und für die Bauwelt insgesamt entwickelt hat. In Bezug auf das Thema Kooperation finde ich wirklich, dass Building Smart für mich einfach gelebte Kooperation ist. Building Smart schafft es wirklich mit unterschiedlichsten Stakeholdern, super wichtigen Themen in der Bauwirtschaft, einen Austausch zustande zu bringen und wirklich auch offen über ihre Erfahrungen zu sprechen. Und das ist wirklich nicht selbstverständlich. Ich habe schon viele Jahre davor immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wenn man versucht, Kooperationen zu starten, dass es da Vorbehalte gibt, offen über die Themen zu sprechen und auch offen über die Arbeitsweisen zu sprechen, weil das auch so als die geheime Raketenwissenschaft oftmals angesehen wird. Und ich glaube, da hat es einfach einen großen Vorteil, dass man sich in diesen Fachgruppen beim Building Smart zu unterschiedlichsten Themen austauschen kann. Ich sehe das gerade zum Beispiel im Bereich Fabrikplanung. Da sieht man einfach, was da für eine geballte Kompetenz ist und auch viele motivierte Menschen, die zusammen so ein Thema nach vorne bringen und das standardisieren. Und das ist halt nicht nur für die Menschen, die da beteiligt sind, ein Riesenvorteil, sondern für diejenigen auch, die sich vielleicht in 2-3 Jahren dann das erste Mal mit dem Thema Fabrikplanung beschäftigen und dann dadurch quasi eine Sprache für Gebäude vorfinden in ihrem Bereich, die sie dann super verwenden können. Das freut mich jetzt natürlich nochmal, dass Sie auch unsere Arbeit selber kennen und auch diese Verbindung herstellen. Es ist tatsächlich so, dass das das Ziel unserer Vorstandardisierung, nämlich Open Standards, die wir eben allen, die sich dafür interessieren, zur Verfügung stellen, dass wir die auch nur in so einer in so einem kooperativen Ansatz tatsächlich auch entwickeln können. Es kommen ganz unterschiedliche Fachleute, auch sehr interdisziplinär bei uns zusammen. Also auch in unseren Arbeitsgruppen müssen wir oder legen wir natürlich Wert darauf, dass wir genauso offen einander begegnen, dass wir voneinander profitieren, dass wir uns Fehler zugestehen, aber das dann eben auch zum Wohle des großen ganzen Gesamtergebnisses. Das kann dann eben ein IDM sein. In der Fabrikplanung beispielsweise streben wir ein IDM an. Es kann aber auch sein, dass nachher das bei Building Smart International landet, um beispielsweise auch das IFC-Schema entsprechend den Bedürfnissen zu erweitern. Ja, ich fürchte, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs. Eigentlich, die Themen gehen nicht aus, aber ich würde vorschlagen, das nächste große Thema, vielleicht ist es die Fabrikplanung, wenn wir das beide mal verfolgen, wie sich die Gruppe entwickelt. Vielleicht ist zum Beispiel BIM in der Fabrikplanung ein nächstes Thema für ein Gespräch bei uns im BSD-Talk. Vielen Dank, Herr Schmidt-Bleker, für Ihre Zeit, für Ihre Impulse und auch für Ihre ganz persönlichen Anmerkungen zum Arbeiten mit den Standards von Building Smart. Herzlichen Dank. Ja, vielen lieben Dank auch von mir für den guten Austausch, Herr Wölfe.